Und damit begrüße ich euch natürlich wieder hier mit einem herzlichen Hallo bei The Witcher 3 Heart of Stone, der ersten Erweiterung. Und wir sind gerade hier in der letzten Folge beim Runenmeister angekommen, beziehungsweise beim Runenschmied. Und werden dem jetzt mal ein bisschen gucken, was der so kann hier, und reden mal mit dem. Ist ein weiter Weg bis Ophir. Ein weiter Weg voller Gefahren. Aber bei uns zu Hause sagt man, im Mut zum Risiko liegt große Ehre. Hat was, unbestritten. Hält aber meinen Erfahrungen nicht stand. Gefahren gibt es viele, Ehre eher nicht. Weil dem Risiko Absicht vorausgeht. Eine Absicht ist wichtig. Den weiten Weg ich auf mich nahm, um das Unbekannte zu bewundern und mir und meinem Lehnsherrn zu bringen. Die Welt wir müssen erkunden, jungfräuliche Länder entdecken, neues Wissen unter unseren Brüdern verbreiten. Denn gibt es Schöneres im Leben, als zu bewundern das Neue und Ehrfurcht zu zeigen vor der niemals endenden Schöpfung der Welt? Ist das hier etwa ein Lager von Entdeckern und Philosophen? So ist es. Wir kamen, eure Bräuche kennenzulernen, Wissen auszutauschen und auch Handel zu treiben. Ja, interessant. Hübsches Pferd hast du da. Ah ja, Babietza ist eine treue Gefährtin. Huch, die Ohren. Und sie ist klüger als viele Menschen. So viele Rennen haben wir gewonnen. Also ein Entdecker und schneller Reiter in einem? Wo ich herkomme, reiten kleine Kinder. Und jede Versammlung wird mit einem Rennen gekrönt. Wir sind tatsächlich auch gut. Ich habe viele Pferderennen aus Ophir gehört, dass sie schnell sind. Lust auf ein Rennen. Schnell wie der Westwind sind unsere Pferde. Das zu zeigen wäre eine Ehre. Also ein Rennen. Okay. Na gut. Ja? Beweg dich! Okay, mal gucken, ob die was dazugelernt haben oder ob ich die. Ich kann die nach wie vor einfach austricksen, okay? Okidoki, ich muss jetzt immer mal ein bisschen auf die Karte gucken, damit ich die Strecke hier nicht verfehle. What? Ach! Ah, okay, da hätte ich reagieren müssen. Oh Gott, ich bremse ihn aus. Ha! Boah, mit sowas habe ich ja, also. Da habe ich ja noch nie, also. Ne? Das ist ja cool, ein cooles Rennen. Gefällt mir sehr gut. Durch das neue Gebiet, welches wir noch nicht so kennen. So, ich muss jetzt mal ein bisschen langsamer werden, damit plötzlich mal ein bisschen wieder Ausdauer kriegt. So, du kommst hier nicht vorbei. So, schön blocken, 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 blocken und weiter geht's. Achtung! Plätze! Nein, warum bleibst du bei Brücken immer hängen? Das gibt es nicht. Bleibt ja verstehen. Ja, mein Ross führt mich an meine Grenzen. Aus Ophir sind vielleicht schnell wie der Wind, aber nicht so schnell wie Plätze. Ich gratuliere dir. Einen Sattel bekommst du. Yeah. Als Andenken an unseren Wettstreit. Oh, schick. Damit wirst du ein noch schnellerer Reiter. Danke. Was sagst du dazu, Plätze? Wie ein Mann sein Pferd behandelt, sagt viel über ihn. Unsere Legenden erzählen von einer Zeit, als die Liebe zusammenbrachte den Himmel und die Steppe. So wurde die erste Stute geboren. Schwach waren die Menschen. Sie fielen zahlreichen Gefahren zum Opfer. Die Stute zog sie groß und nährte sie mit ihrer Milch. Sie wurden stark. Dann ließ sie sie aufsatteln. Sie wurden zu Kriegern und kämpften gegen all ihre Feinde. Die Legenden lehren uns, unsere Pferde zu achten, denn sie sind edel. Schöne Geschichte. Danke dafür. Und für das Rennen. Ja, wirklich. Nette Geschichte. Na gut, dann zeig mal, was du so kannst, mein Freund. Was hast du aus Ophir alles dabei? Darf ich mal sehen?
Der hat eine Robe und ein Säbel oder was das ist. Wow, für Stufe 35. Wir sind gerade 35. Und es ist eine Stahlwaffe, die stärker ist als unsere. Kostet aber 2867 Kronen. Oder Floren oder wie auch immer. Ich weiß nicht immer, was wir für eine Währung benutzen. Was haben wir hier? Für 2080 eine ophirische Tunika. Genau, so heißen die Dinger. Und zwei Quintkarten hat er auch. Aha. Aha, was für ein Monster ist das? Ein Eridin-Break-Glas. Aha. Schema ophirischer Säbel. Okay, 2205 kostet der. Das ist doch der hier, oder? Also verzierter ophirischer Säbel. Das Rezept ist ja höchst interessant. Ob wir uns das mal gönnen und einfach mal herstellen lassen, ist für Stufe 38. Ich glaube, das nehme ich einfach mal mit. So, das nehmen wir mal mit. Und den ophirischen Sattel haben wir gerade auch bekommen. Die Scheuklappen finde ich interessant. Aber da plötzlich eh nie sowas mit der Panik zu tun hat, lasse ich das auch erstmal. Obwohl, sie sind eigentlich jetzt nicht so teuer. Komm, wir nehmen sie mal mit. Kann nicht schaden, wir haben ja noch ein bisschen Geld. So, und den hier bin ich auch am überlegen, ob wir den kaufen. Ja, wir finden aber auch bestimmt bald etwas Besseres. Ich lasse das. Das ist mir zu teuer. Halt, warte mal. Aber der kann mir keine Runen oder so herstellen. Okay, aber er hat jede Menge Steine, um wahrscheinlich Handwerker zu teilen. Okay, und dass ich mir selber dann Runen herstellen könnte, oder wie? Beziehungsweise kann ich mir damit natürlich Sachen schmieden. Aber es ist gut zu wissen, dass der hier so seltene Waren hat. Das sollten wir uns unbedingt merken. Sehr gut. Die Waren unserer Handwerker. Findest du Wert darin? Ziemlich, würde ich sagen. Ach, sie sind nichts verglichen mit dem, was ich anbieten könnte. Hätte ich nicht meine Schemata verloren. Was? Wie hast du sie verloren? Durch Diebe. Unterwegs wurden wir von Wegelagerern angegriffen. Die Schemata, deren Verlust, wiegt nicht halb so schwer wie der Verlust von einem meiner Begleiter, der beim Angriff fiel. Ich werde sehen, ob ich deine Schemata finden und dir zurückbringen kann. Damit können sie Dinge herstellen, die eines Königs würdig sind. Ja. Sag mir, wo du angegriffen wurdest. Erinnerst du dich? Auf einer Kreuzung, nicht weit weg. Vergib mir, dieses Gebiet ist mir kaum bekannt. Genaue Wegweisungen habe ich keine. Nördlich von dort stand ein Haus, fast eine Ruine. Sollte sich finden lassen. Bis dann. Cool. Dadurch, dass wir das Schemata gekauft haben, können wir... Und der Ruhm der Welt sei mit dir. Jetzt diese Quest machen. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. Ja, dankeschön. Du auch. Ich mag den Typ, ist mir sympathisch. So, das machen wir auch, die Quest. Und zwar werden wir jetzt erst einmal den Sattel ausrüsten. 85 auch, so nochmal 5 mehr, das ist schön. Die Scheuklappen werde ich ausrüsten. Genau, 55, wir haben... Serikanische sind besser als ophirische. Oh, ist aber doof. Bonuskräuter brauche ich nicht. Ich gehe auf Bonuserfahrung, ist mir gerade mal lieber. Ja. Okay, wir tragen ein besseres Silberschwert, bla bla bla, hier und da. Wir haben 78 von 160 Platz. Und genau, das war um 5 besser. Schade, ich hätte gerne die Scheuklappen angezogen, aber die Leute scheinen sich nicht zu lohnen. Dementsprechend, da haben wir auch so eine Tunika. Oh Gott, die ist viel besser als das, was wir tragen. Die sieht so doof aus, ne? Oh. Nee, ich lasse unseres nochmal an. Und, kümmere mich jetzt erstmal um die Schemata und suche und finde die. Na, plötzlich schicker Sattel. Kannst du gut tragen. So, und, wir gehen dann. Wir sagen mal auf die Spur. Halt, warte mal. Er ist nur der normale Händler. Der Runenschmied an sich ist hier drin. Haha. Oh. Nee, möchte ich nicht. So. Hallo. Ich grüße dich. Gepriesen sei die Welt in ihrer nie endenden Schöpfung.
Versteh mich nicht falsch, aber ehrlich, die Welt muss man nicht großartig preisen. Ah, Nordlinge. Immer unsympathisch, liegen das Gesicht in Falten, missmutig, kritteln sogar an Begrüßungen rum. Wie die Deutschen. Aber jetzt bin ich griesgrämig. Und du willst handeln. Leider kann ich dir nichts schmieden. Ich habe alles verloren. Auch mein Werkzeug. Bist du Handwerker oder Magier? Deine Sprache hat kein Wort für meinen Beruf. Ich bin Gelehrter, Handwerker und Magier zugleich. Gematrie, Runenherstellung. Sagen dir diese Worte etwas? Nein, aber Runenherstellung erklärt sich ja wohl von selbst. Stimmt, aber mein Handwerk reicht noch weiter. Runen und Glyphen fertige ich zuerst. Dann ordne ich sie zu mächtigen magischen Worten an. Diese Kunst hat viele praktische Anwendungen. Korrekt angefertigte Runensteine, in ein Schwert als magisches Wort eingesetzt, verleihen der Klinge größere Macht als bei zufälliger Anordnung. Solche Worte können auch aus Glyphen bestehen und in Rüstungen eingesetzt werden. Also, manchmal löse ich Probleme. Und ich habe sogar schon verschwundene Gegenstände zurückgeholt. Für mich kannst du das nicht tun. Ich war auf einem großen Schiff. Es sank und hat meine Instrumente in die dunklen Meerestiefen gerissen. Einen Ersatz zu kaufen ist nicht möglich? Spezialanfertigungen waren das. Nach eigenem Entwurf. Ein Vermögen haben sie gekostet. Und all mein Geld, das ich bei mir trug, liegt ebenfalls auf dem trüben Meeresgrund. Deine Fähigkeiten könnten mir vielleicht nutzen. Daher würde ich dir gerne helfen. Was hältst du davon, wenn ich dir das nötige Geld bringe? Du könntest es mit Runen und Glyphen zurückzahlen. Ganz sicher? Eine hohe Summe brauche ich. Selbst einfachste Glyphen erfordern teure Werkzeuge, von fortschrittlichen oder meisterlich gefertigten ganz zu schweigen. Keine Sorge. Ich glaube, das wird eine gute Investition. Nein, so viel haben wir nicht. Okay, wir versuchen gleich mal ein bisschen Krempel zu verkaufen. Vielleicht kriegen wir das zusammen. Schade. Ich frage mich wirklich, was dich in unsere Gegend führt. Ganz einfach. Der Wissensdurst. Mein Mentor hatte mir alles beigebracht, was er wusste. Ich habe all unsere Sprachen erlernt. Ich kenne die Namen all unserer Pflanzen und Tiere. Solch eine lange Reise wegen neuer Worte? Im Überfluss hätte ich zu Hause leben können. Respektiert für die Schönheit und Wichtigkeit meiner Kunst. Aber das wäre nicht erfüllend gewesen. Groß und vielfältig ist die Welt, da ihre Erschaffung weiterhin andauert. Ein Rätsel ist sie, das durch Symbole spricht. Die Sprache der Welt will ich erlernen. Die Zeichen entdecken, durch die sie spricht, und ihre Syntax beherrschen, um die Prinzipien der Schöpfung selbst zu begreifen. Wie du darüber sprichst, klingt eher nach einem Mann des Glaubens als nach einem Gelehrten. Glauben und Gelehrsamkeit sind für dich ein Widerspruch. Doch in meinem Land sind Heilige auch Wissenschaftler, und Weisheit ist die Quelle ihres Ansehens. Glauben die Ophiri an irgendwelche Götter? Das hängt von der Region ab. Ich glaube an einen Gott. Die Welt. Durch Symbole spricht er, und durch das Studium seiner Worte kommen wir ihm näher. Symbole, also Runen und Glyphen. Nur Zeichen sind es. Ein Versuch unvollkommener Menschen, die Welt zu beschreiben. Aber über Magie verfügen sie, und von Gott geht alle Magie aus. Wenn ich Runen herstelle und zu Worten anordne, das ist mein Gebet. Und sie mit einem Schwert zu verzaubern, das ist mein Segensspruch.
Danke. Bis dann. So, da würde ich aber sagen, müssen wir mal gucken, dass wir die 5000 Kronen oder Florins oder was auch immer das jetzt waren, ich habe schon wieder vergessen, berappen. Dich wiederzusehen ist mir eine große Freude. Und zwar versuchen wir das direkt bei dem Händler, der nebendran ist. Ja, nee, so. Und wir haben nämlich ein paar Schwerter in der Tasche, die durch den ein oder anderen Groschen wert sein sollten. Sowas hier zum Beispiel, 122, 102, boah, das ist ja echt nicht viel, ne? Was ist das denn wert? 264 ja immerhin, aber... Eieieiei, das kriegen wir ja nie zusammen hier. Unser Sattel, den können wir auch verkaufen. Das hier auch. Das auch. Das auch. Ja, die 5000 kriegen wir jetzt nicht so schnell zusammen. Den habe ich gekauft, den brauche ich eigentlich gar nicht. Den kann ich auch wieder verkaufen. Mal gucken, ob wir noch Wertsachen haben, die wir verkaufen können. Warte mal, da gab es doch extra... Genau. Zum Beispiel hier sowas, zerbrochene Hake und so. Die können wir gedankenlos verkaufen. Asche können wir verkaufen. Eine Leiter. Schweinehaut kannst du alle haben. Kriegst du auch. Hier, was haben wir hier? Schädel, klar. Magische Bärlocke von Yennefer. Ne, die möchte ich behalten. Und der Firm, was? Der Objekt zum Beispiel, der eine Quest gebraucht. Okay, das behalten wir auch. Brauche ich auch. Kaputte Maske des Ouroboros. Möchte ich irgendwie behalten, ist auch nicht viel wert. Ja, nee, was ist das hier? Das sind die Floren, genau. Mhm. Was haben wir denn da für eine Währung? Ohren, Floren und Kronen haben wir alles. Wow. Okay, ein Bild, was 15 Kronen wert ist. Nee, weg. Achso, nee, die kann ich ja natürlich nicht verkaufen. Hasenfell, ja. Blumen, ja, kannst du auch haben. Was hier für ein Stoff? Skellige Schal. Okay, behalten wir. Habe ich denn nicht irgendwas, was so richtig viel wert ist, was ich jetzt verkaufen könnte? Nee. Nützliches Gegenstand der Alchemie. Nee. Das ist ja blöd. Da sind wir echt verdammt knapp an dem Geld, was wir bräuchten, um den Guten zu bezahlen. Aber ich würde sagen, dann gehe ich jetzt einfach hin und mache die Quest von dem Händler und vielleicht lohnt sich das ja für uns. Pass auf dich auf. Geh und der Ruhm der Welt sei mit dir. Ihre unendliche Schöpfung sei gelobt. Lebe wohl. So. Das heißt nämlich, wenn ich jetzt die ganzen Schemata lerne, kriege, möchte ich die natürlich auch irgendwann benutzen. Und ja. Das kostet mich natürlich dann auch wieder Geld. Los, los. Gut, wollen wir mal gucken, wo denn der Händler überfallen worden ist. Und dann legen wir dem Banditen gleich mal das Handwerk. Achso, ich wollte auch nochmal ganz kurz meditieren. Das werde ich vor Ort dann mal ganz schnell tun. Oh, die Mauer ist echt eine der bestgebautesten Mauern überhaupt. Die ist ohne Lücke. So. Okay, ich hätte hier runtergemusst. Sind das die... Das sind die Banditenwetten. Ja, um die kümmere ich mich aber später. Raubritter. Die werden noch ein bisschen mehr aushalten, beziehungsweise können, so wie alles andere, was ich hier treffe. So. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, jetzt hier auch aufzupassen, was ich für Monster sehe oder auch begegne. Ah, da vorne ist die besagte, ich sag mal in Anführungszeichen, Ruine, glaube ich. Okay, ich möchte hier einfach mal ganz kurz zwischenspeichern, aus Vorsichtsmaßnahmen. Hutsch, da muss ich da hoch. Haben wir auch wieder eine Mauer, die uns blockiert hat. Okay, neue Markierung Erde. Okay, der Ort heißt anscheinend Erde. Uah. Ja, wohin denn jetzt? Oh, blödes Hexernavi. Schlägt immer um. Macht total verrückte Sachen. Komm, plötzlich, du brauchst nicht stehen bleiben. War nur ein Grashalm. So, guten Tag. Was machen die Herrschaften hier? Auf ein Lagerfeuer? Okay, da gehe ich mal stören. Okay, hier ist der überfallen worden. Hieß, dass dort eine Ruine war. Dort ist die Ruine.
Und hier ist ein Karren. Vielleicht ist dieser Ort hier gemeint. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ganz genau. Aber ich werde meditieren, wie ich das gesagt hatte. Und zwar bis zum Morgengrauen. Damit es einfach ein bisschen schöner aussieht. Jetzt keine Lust auf Nacht und Unwetter. Aber wahrscheinlich regnet das bei meinem Glück. Ja, meditieren, genau. Sehr gut. Okay, dann gucken wir uns hier mal um. Hier sind die Spuren. Ach, nein. Plätze mal ein bisschen umparken hier. Oh, hier sind jede Menge Spuren. Sogar Spuren, die ich sogar schon mit bloßem Auge sehe. Die Leute der Karawane hatten keine Chance. Die Spuren führen nach Nord. Dagelassen haben sie natürlich nichts. Okay, wir folgen den Spuren. Die Spur verliert sich hier. Ich muss mich umsehen. Vielleicht kann ich sie wieder aufnehmen. Hier wurde jemand verwundet. Er fing an, stark zu bluten. Naja, da schau her. Und hier haben wir nämlich die Blutspuren. Ja, okay. Das ist ein Vorteil. Was mag das wohl bedeuten? Die haben ihn zurückgelassen, oder? Die haben wahrscheinlich eine Geisel genommen. Die Blutspur gehört zur Geisel. Sie hier sterben zu lassen, wäre zu riskant gewesen. Ich habe die Spur verloren. Ich muss mich nach etwas anderem umsehen. Nur noch was? Ich mag das ja, ist irgendwie spannend. Sind die dann gestört worden, die Räuber? Ist da irgendetwas passiert? Auf jeden Fall suchen wir jetzt einfach mal eine neue Spur, in welcher Form auch immer. Oh, dort unten werden mir diverse Gegner angezeigt. Sie führt dort lang. Okay, unter mir sind Gegner. Ist ein Versteck vermutlich. Die Spur endet hier. Unter dem Dreck und Staub verbirgt sich eine Falltür. Ein Geheimgang. Aber ganz sicher das. So, ganz kurz zwischenspeichern. Na komm, ich weiß, ich muss immer eine Bewegung machen, dann darf ich speichern. So, genau. Dann gucken wir da mal rein, ne? Aber ein sehr schönes Versteck, was sie sich hier ausgehoben haben. Au. Okay, ich bleib erstmal beim Schild. Okay, oh! Kann ich hier in Igni mal schnell... Oh Gott. Ich kann hier echt schwer kämpfen gerade. Okay, hier brauche ich eine Druckwelle. Um den Typ hier mit dem Schild ein bisschen einzudämmen. So, das ist auch ein Raubritter. Ich mache jetzt absichtlich erst die ohne Schild. Weil ich mich dann mit dem Schild dann am Schluss leichter tue. Okay. Au. Okay, dann nehmen wir wieder die Druckwelle und auch mal hier ein. Es ist noch nicht zu spät, zu helfen. So, den hier. Oh. Die mit den langen Zweihandwaffen, die mag ich überhaupt nicht. So. Hast du keinen festen Stand, mein Freund, ha? Sehr schön, dann haben wir die eliminiert und ich hoffe, dass die jetzt ein bisschen Ware mit Wert dabei hatten. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir... Ja, nicht das erste Mal, aber doch das erste Mal tatsächlich im kompletten Witcher, dass wir Geld richtig, richtig nötig haben. Weil wir einfach zu wenig haben. Ich hatte noch nie Geldnot in der Art. Natürlich haben wir schon öfters Geld gebraucht, aber wir hatten immer genug. Aber ich habe auch nie gestohlen oder sowas. Also ich bin ja immer sehr... Also ja, doch, ab und zu habe ich schon mal ein bisschen was. Aber, huch. Kannst ruhig oben bleiben, Geralt. Ab und zu haben wir natürlich mal hier und da was mitgenommen. Aber ich habe mich größtenteils doch recht fair verhalten. Okay, hier oben ist nichts Besonderes. Dort ist eine Truhe. Zwergenschnaps. Und hier... Aha! Ein unübersetztes Rüstungsschema. Ein Brief mit Befehlen, den wir gleich lesen. Manuskriptseite, überlegenes Bestienöl. Caroline, was auch immer du bist. Ich freue mich, dass du in meinem Inventar bist.
Ein bisschen Geld und anderen Krempel. Und ja, das soll es dann auch gewesen sein hier. Ich gucke mal ganz kurz. Nein, hier. Und zwar... Brief mit Befehlen. Robbe, du hattest einen ganzen Monat Zeit. Und? Nichts. Keine Fortschritte. Das Schema ist genauso unverständlich wie am Anfang. Das war es jetzt. Schluss mit dem Gedöns. Du wirst jetzt Folgendes tun. Behalte ein Schema und sieh es dir an, bis du auf etwas stößt. Und den Rest schickst du dann an andere Lager. Vielleicht sind einige der Jungs da weniger begriffsstutzig und schaffen es, dieses Scheißgekritzel in irgendetwas Brauchbares zu übersetzen. Diese Alchemisten beim Bienengarten haben ihr halbes Leben mit Büchern verbracht, also schick ihnen eine der Zeichnungen. Schick noch eine an den Trupp in den Ruinen des Ziegelbaus am See. Einer von den Kerlen sollte angeblich zum Priester geweiht werden. Er spricht unter anderen spricht auch andere Sprachen. Und in unserer Transferbasis im Sumpf bei dem verlassenen Dorf gibt es einen ehemaligen Bibliothekargehilfen. Schick ihm das dritte Schema, Ulrich. Ah, okay, wir wissen jetzt, wo die Schemen sich befinden. Oder Schemata. Und wir haben hier ein ganz tolles Schwert gefunden, die Caroline. Welches besser ist als das, was wir tragen. Das möchte ich dann wohl auch mal austauschen. Und was haben wir hier? Das Schwert der Flammenrose. Ist auch stärker als wie die Caroline, die wir gerade tragen. Ja. Schwert des Ordens der Flammenrose, das ziehe ich dann auch an. Das ist ja wirklich gar nicht schlecht. Dementsprechend könnte ich die Caroline dann auch fast schon verkaufen. Die ist nämlich ordentlich was wert. Also hier geschätzter Wert ist 861, beim Händler werde ich dann wahrscheinlich 20 Kronen dafür kriegen oder so. Naja, hilft ja nichts. Vielleicht sollten wir auch wieder zum Händler unseres Vertrauens nach Novigrad gucken, um sowas zu tun. Okay, achso, ich hätte vielleicht hier noch eine Rune einfügen sollen. In dieses Schwert. Chance auf Taumeln, Angriffskraft. Komm, wir machen da mal eine Angriffskraft rein. Aber einfach mal so. Und die anderen darf ich nicht vergessen, später zu entrunen. Das werde ich aber natürlich wieder offscreen machen. Das ist dann wieder das große Inventar aufgeräume, was ich dann starte. Okay. Oh. Okay, ich müsste jetzt auch die anderen Banditenlager durchsuchen. Es sind noch 3 Stück. Welches ich aber tatsächlich in der nächsten Folge tun möchte. Und freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und schaltet wieder ein. Tschüss.